Und zur Hölle ist er. Hallo und herzlich willkommen. Genau, Magnus hat die Anmoderation gemacht. Wir müssen da lang, ne? Am geschicktesten bringst du das. Ja, wie kriege ich jetzt nochmal? Du drückst A. Mit A hebst du es auf. Aber ja, kommen damit auch furchtbar durcheinander. Deswegen springe ich auch so häufig in den Tod. Scheiße. Mit A schmeiße ich auch, ne? Ja. Nur, du schmeißt nur. Ja, machst du, glaube ich, mit A gar nicht. Oder? Komm. Den brauchst du auch gar nicht beschmeißen. Den kannst du. Nö, ich will dem ja auch ausweichen. Ja. So. Verzerrtes Gesicht. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Mhm. Er hätte vielleicht unterwegs noch irgendwo Leben gesucht. Ich glaube, ich wechsle das jetzt erstmal hier ein. Du. Ja. Ich hoffe, wird dir im Kampf nichts nützen, oder? Aber besser wie Pulver verpulvern. Vielleicht kannst du ihn mit Pulver stunnen, aber. Das hatte ich gar nicht bedacht. Um was geht's? Dass man den Boss vielleicht mit dem Pulver stunnen könnte. Vielleicht. Vielleicht hätte ich das. Hey, auch. Ich probiere es mal so. Mit dem anderen machen können. Mit zwei Leben, das wird aber eng. Ach. Marco kann das schon. Aber vielleicht ist der einfacher durch, zu durchschauen. X. Alle durch. Du! Guck mal, mit 1,5 Leben. Hey, ich drück doch! Ein Leben. Mach mal easy. Halbes Leben, komm. Speichern können wir ja nicht, ne? Doch. Also, ja, aber du kommst trotzdem am Anfang auf. Stimmt, das ist ja. Ja, mach. Oh Gott, was mache ich hier? Let's go. Sterben. Das war die Home. Das wird ja mal besser. Sind wir bald alle durch? Hat mir auch nichts gebacken bald bekommen, schon. Aber Marco noch weniger. Y. So. Und jetzt raus hier. Ja, raus. Achso. Flaschengeist. Oh. Oh Gott. Ich bin heute dein Gastgeber. Gin. Auf dich könnte ich verchinnen. Deswegen ist es Gins Grotte. Oh nein. Oh, das. Hat jetzt gar nichts gepulvert. Oh, das abwehrtechnisch bringt das nichts. Wenn du musst Schild, doch in die Richtung gucken. Fuck. Du musst ihn ja das Schild in seine Richtung halten. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Dieses mickrige Schwert zerstört meine Flasche nicht. Warum? Toll. Selbst die Wände hier sind stabiler als dieses Spielzeug. Das bringt nichts. Nein, nimm's. Nimm doch. Ah, zu spät. Mist. Also in die Wand klatschen. Etibage, mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Und reingesprungen. Schon verkackt. Oh Gott, ich schaff das nie. Ja, jetzt hast du ja wieder 4 Leben. Wenn du wieder. Auch mit 4 schaffe ich es nicht. Es gibt sogar einen Teleporter. Ja. Und wir können hier vor allem einmal. Freiraum. Diesen hier machen. 50 Rubine. Nice. Ja. Mach mal bitte. Aber es ist gut, dass es nicht nur mir so geht. Ey! Da bin ich ja beruhigt. Du doofe Mausfleder. Boah, die ganze Zoll. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Lass das Ding nicht halten, sonst bist du zu langsam. Meine Hände sind auch so schwitzig. X. Und Mima, was treibst du nebenher? Bestimmt. Wenn sie noch da ist.
Weitwurf. Wie war das nochmal? So, und dann... genau. TTT spielt sie. TFT. Was ist TFT? Die Fortress. Ach, die Fehler habe ich ja. Ach, fuck, wie heißt das nochmal? Sie spielt LOL. Ah. Was ist TFT? Das ist ein Auto-Chess-Spiel. Ah, nee, dann meinst du nicht LOL. Dann meinst du Teamfight Tactics? Gibt's das? Ich glaube, das war der Dota-Konkurrente. Also Dota Auto Chess. Nein, sie spielt LOL. Aber kennst du Auto Chess? Ja. Genau, sie spielt Auto Chess in LOL. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Was heißt TFT? Für was steht TFT? Oh, es geht sogar nach unten. TFT, das ist Display-Technologie. Taktischer Teamkampf. Ui. Okay. Auf Deutsch TTK und auf Englisch TFT. So ein. Teamfight Tactics, doch. Ja. Habe ich schon ans Richtige gedacht. Aber war mir nicht klar, dass das von LOL war. Mhm. Hatte hauptsächlich Dota und Chess gesehen gehabt. Das gibt's auch? Ja. Oh Gott. Warum machen jetzt alle auch Chess? Weiß ich nicht, aber Dota hatte, glaube ich, damit angefangen. Ja, LOL und Dota ist beides nicht meins. Bin kein Fan von MOBAs. Du brauchst den. Du musst ihn noch wieder einäschern. X, pass bloß auf. Ja, ich glaube, ich buddiere mal ein paar Sachen frei. Schön hier runterfallen. Ach, geht ja nicht eh vorher. Aber hier gibt's auch gar nichts. Das bringt mir nichts. Was ich auch irgendwie weird finde, dass du vor dir gräbst und nicht unter dir. Irgendwie erwartet man automatisch, dass der Spot unter einem frei wird. Ja, wie willst du unter dir deinen Boden selber weggraben? Ja, irgendwie, aber erwarten tust du es. Okay, also mit A muss ich die Flasche hochheben. Das heißt, ich muss ihm jetzt erstmal so weit ausweichen, bis er dann sich in die Flasche zurückkriegt und Energie holt. Wie du es geschafft hast, aber ich weiß nicht, entweder geht er automatisch in die Flasche oder du musst Oder du hast ihn bestäubt. Genau. Nee, ich glaube, bestäubt habe ich ihn nicht. Weiß ich nicht. Du hast so einiges getan, was du nicht wahrgenommen hast. Du hättest vermutlich sollen. Ah ja, guck, er geht allein in die Flasche. Angreifen! Hallo, angreifen? Danke. So, jetzt. Und jetzt kann ich sie aufheben. Okay, ich muss wieder ausweichen. Ah, jetzt hat er einen Crack. Jo. Nur noch halb mit. Guck so gut. Geh doch weiter. Ja, aber warum? Ich hatte doch noch über 2 Leben. Warum habe ich da jetzt auf einmal... Du hattest ein halbes Leben. Du hast ein halbes Leben gehabt. Oh! Das ist richtig gehart und gedodged. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Mhm. Ja, wo ich mal wieder auch reinschauen würde. Aber dazu brauche ich irgendwann mal wirklich frei. Nicht so wie jetzt. Warcraft Reforged. Nee, das war Warcraft 3 Reforged. Das Klassik. Warcraft, was jetzt kam. Genau. Warcraft 3 Reforged kommt noch, glaube ich, 2019 oder 2020. Cool. Warcraft 3 war das so. Den Soundeffekt kenne ich. Boop. Ein Furunkel. Hilfe, ich habe einen Furunkel. Oh, schade. Knapp daneben war auch vorbei. Ja, wir werden bestimmt alle zusammen durchspielen. Wenn 3 von 3 Leuten mit LOL nichts anfangen. Oder kannst du das mit LOL anfangen? Ich spiele es manchmal, aber ja. Okay. Ich habe es halt damals gespielt, als es rauskam, aber schon ewig her, seitdem ich nicht so oft gespielt habe.
kriege ich ja auch mal ein Herz. Suchst du deine Würde? Nee, ich suche meine Liebe. Ja, hast du recht. Jetzt hast du dich aber aus hier. Und die ist bloß dafür da, deine Herzen zu heilen, oder? Da ist doch! Ja. Mann, sagt mir das einer doch früher! Ja, da wartet einfach. Guck mal, ich kann auch hier so nach unten dieses Schwertdings machen. Oder nach oben. Und dann macht er so. Halt. Hallo? Jetzt. Auf ein neues, Jungs. Jetzt überspringe ich ja. Das ist wie einen Tod. Was trauen wir dir 1 zu 1 zu? Das glaube ich. Ich traue es mir auch zu. Das ist das Fatale an der Sache. Das habe ich schon mal gut gemacht. Ja, ja. Du mich auch. Wo ist ein A? Da, wo du meinst. Das habe ich gerade auch gemerkt. Oh, die Schaufel bringt mir gar nichts. Das ist halt ein Ding, wenn du nicht mit den Tasten vertraut bist, wo die jetzt genau liegen. Dann macht es das um einiges schwieriger. So, noch einmal und dann ist gut. Feuer! Tanz, mein Kleiner. Tanz, Monk. Tanz. So, jetzt bist du fällig, du. Noch nicht. Oh, du hast meine Flasche zerstört. Das wirst du bereuen. Ja, ja, du mich auch. Oh! Staub, Staub, Staub. Meinst du? Weiß ich nicht. Angreifen. Angreifen! Das sagst du so einfach. Der Umdrehen tickt doch wieder aus. B drücken. Wird mir schwindelig. Ja, du sagst es. Ach du Schitte! Zunge wird lila. Ja, weg da! Angreifen! Boah, Alter, das war sauknapp, Junge! Scheiße! Ja, jetzt kommt Dena. Oh, jetzt schwitze ich auch. Du hast eine Herzkantine erhalten, die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Vielen Dank! Halleluja, nach 13 Minuten. Ein Instrument. Ist es nicht eine Tuba oder so was? Keine Ahnung. Ne, eine Muschel. Ein Horn. Tritonshorn erhalten. Uhu. Urunga-Steppe, die Steppe wartet. Was zum Geier? Oh, alles auf einmal. Und krass. Wie? Keine Ahnung. Aber wir können. Hey. Uhu. Kommt her, ich mache alle platt. Mit meinem Hund. Das, wofür ich gerade ja meinen Ferienjob mache, wäre, glaube ich, auch was für Mima, ne? Wieso? Na, weil Mima doch auch Digital Zeichner und so. Machst du Digital Zeichner? Ich weiß gar nicht, was du da machst. Ich hab dir gezeigt. Mal kommst du dick, 24, vor. Großes Zeichentablet. Mit Bildschirm. Was ist da? Darauf spare ich. Ne? Ach so. Deswegen gehe ich zu Wetter. Ach so.
Aber du hast gerade von der Arbeit geredet, deswegen dachte ich gerade, was deswegen gehe ich arbeiten dafür. Ja, okay, die wünsche ich sowas auch. Bei Vetter bin ich in der Kantine. Das machen wir. Oh Mann. Jetzt kannst du vielleicht auch an den Bäumen rütteln. Ja, wobei, dann hättest du eine Animation gegeben, wie du sie nicht gerüttelt bekommst. Oh! Ja, easy. Flonk. Meisterstämmer. Ah, der Hund ist schon bombastisch. Dann haben die alle nur ein Auge. Das sind die aus dem ersten Teil. Das sind alles die aus dem ersten Teil. Die Schweine auch. Ja, die kommen auch nicht. Einer gab's, wenn es der ist, ich weiß es nicht. Das ist wieder ein Schloss für ein Dungeon. Wunderschlüsselloch. Oh! Hat er dir eine Bombe auf den Schädel geplantet? Du kannst hüpfen und gleichzeitig attackieren. Ja, so ist es. Das sieht sehr unkontrolliert aus, aber es hat geklappt. Puh, das war jetzt aber heavy. Muss ich da irgendwas rauchen? Das sieht aus wie ein schicker Schrein. Von dort kommt eine seltsame Energie. Du solltest dir das mal ansehen. Ja, das sieht aus wie so ein schicker Schrein von Mahlzelda. Okay. Wahrscheinlich muss ich mehr aktivieren, um ja, das Ding, um die Macht zu entfesseln. Da geht's in den Boden. Und da soll ich da mal reinhüpfen? In die Treppe, ja. Und ich glaube auch da in das Loch. Da kommst du nicht hoch. Boah, Alter, ich weiß. Oh, das geht also nicht. Am Anfang hatten wir noch einen, wo wir hingehen. Was ist denn noch der Ausgang? Dann ist der Eingang links. Oh, ja, oh, und gleich. Okay, wir müssen wohl erst noch schwimmen lernen, alles klar. Also ich muss jetzt hier erstmal gucken, wo es eigentlich hier lang geht. Geh mal in den Eingang von der Höhle. Soll ich da mal oben reinhüpfen? Da muss man ja auch rein können. Nee, jetzt kommt ganz links noch. Wenn du da reinkommst, sollst du es machen, aber du kommst links, da nicht rein. Ganz links. Wie stellst du dir das vor? Du kommst da nicht so hoch, dass du da reinkommst. Ah, da geht's hoch. Da kam der her, aber da oben war ein Stein. Ich glaube, da unten ist bestimmt ein Eingang. Der Hund hüpft da einfach hoch. Heieiei. Baby Nummer A. Da ist so ein random Stein. Ach, du meinst da die Haus... Kannst du nicht sagen, dass da unten ein Eingang ist oder irgendwas? Du meinst die Bude da unten. Ich meine den Stein. Der ist suspicious. Der raucht auch. Hä? Mach holt den Stein. Ach, den da! Es gibt nur einen einzigen Stein im gesamten Spiel. Warum haben wir einen Teleporter von da nach da? Das ist Boris Hütte. Auch gut. Können wir auch nichts machen. Doch, du kannst. Ja, aber nichts Sinnvolles. Oder Boris. Zumindest mal jetzt. Es geht, Boris. Schön, dich zu sehen. Hast du gerade nichts Dringendes anstehen? Doch. Ja. Ich muss dir etwas Interessantes zeigen. Folge mir in meine bescheidene Pause. Der hat auch überall ein Haus. Boris. Der Boris. Da wären wir also. Ich will dir was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe daraus. Wie das funktioniert, ach, wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Ja, die Dungeons bauen. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Yes. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderung zu schaffen. Boris ist ja müde. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit.
Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Gut, das war's für diesen Part. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sagen bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.